Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Es freut mich wirklich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und dabei seid. Heute erklären wir euch, wie man an die fachgebundene Hochschulreife gelangt und wie man die Fachhochschulreife erlangt, um dann Medizin zu studieren. Ich habe ja bereits ein Video mit Annika gemacht, das habe ich euch unten verlinkt. Da sprechen wir, wie man Medizin im In- und Ausland studiert mit fachgebundener Hochschulreife und mit Fachhochschulreife. Und viele von euch befinden sich jetzt vielleicht in einem Ausbildungsberuf mit Realschule, mit Hauptschule und überlegen jetzt, Medizin zu studieren. Und wir haben in dem Video davor bereits erklärt, ihr braucht eben mindestens die fachgebundene Hochschulreife, optimalerweise die allgemeine Hochschulreife, aber mit der fachgebundenen Hochschulreife und der Fachhochschulreife könnt ihr Medizin im Ausland studieren. Wer das Video noch nicht gesehen hat, ich verlinke es euch unten, am besten vorher anschauen. Und Annika erklärt euch jetzt, wie ihr überhaupt an diesen Punkt kommt, dass ihr die fachgebundene Hochschulreife habt und die Fachhochschulreife. Ja, am besten einfach mal einen groben Überblick geben. Genau, ich glaube, die meisten von euch kennen das unter dem Begriff Fachabitur, wissen aber gar nicht genau, was das ist oder dass es eben diese zwei Abstufungen gibt. Also der große allgemeine Unterschied ist erstmal, mit der fachgebundenen Hochschulreife könnt ihr alle Studiengänge an allen Fachhochschulen studieren, also in Deutschland, aber auch an Unis, dann aber eben nur in diesem fachspezifischen Beruf. Zum Beispiel, wenn man an einem beruflichen Gymnasium, auf einem Wirtschaftsgymnasium war und da eben seine fachgebundene Hochschulreife im Bereich Wirtschaft erlangt hat, kann man an einer ganz normalen Universität Wirtschaft studieren oder Betriebswirtschaftslehre. Wenn man aber eine Fachhochschulreife hat, kann man hauptsächlich eben auch alles an Fachhochschulen studieren, aber nicht eben an Unis fachgebunden. Also manche Unis haben da Ausnahmen, aber eigentlich kann man damit hauptsächlich an FHs studieren. Und dann haben wir auch eben im anderen Video nochmal erklärt, Medizin und Zahnmedizin kann man eben auch studieren innerhalb von Deutschland, wenn man eben einen dieser beiden Abschlüsse hat. Das ist aber super kompliziert und es gibt nur sehr, sehr wenige Studienplätze, die quasi frei sind für Leute ohne Abitur und eben nur mit einer fachgebundenen Hochschulreife. Da muss man sich eben mit diesem Abschluss an der Hochschule vorstellen, zu einem Beratungsgespräch, kriegt dann ein Zertifikat, mit dem man sich dann über Hochschulstadt bewerben kann. Also ein bisschen komplizierter. Genau, und wie man eben an diese Abschlüsse rankommt, um sich zu bewerben, um diesen Abschluss machen zu können, muss man eine mittlere Reife haben oder eine Berufsausbildung gemacht haben. Und dann kann man sich eben qualifizieren und an dieser Schule dann quasi anmelden. Die fachgebundene Hochschulreife dauert in der Regel 2 Jahre. Man kann sie aber auch berufsbegleitend machen, also während der Ausbildung oder wenn man eben schon im Berufsleben ist, dann dauert es meistens ein bisschen länger, 2 bis 3 Jahre. Aber wenn man eine fachgebundene Hochschulreife hat und danach eine Ausbildung macht, kann man die dann auch verkürzen um 1 Jahr, also dann nur 2 Jahre Ausbildung machen. Und die Fachhochschulreife, die macht man eben an einem beruflichen Gymnasium, wie ich eben schon erwähnt habe, kann man aber auch an einem ganz normalen Gymnasium machen und dauert auch dann 2 Jahre. Also normales Abitur dauert ja 13 Jahre, mit G8 12 Jahre und Fachabi, also Fachhochschulreife, dauert 1 Jahr weniger. Zum Beispiel hatte ich bei mir im Jahrgang eine, also ich war auf einem ganz normalen allgemeinen Gymnasium. Eine hatte nach der 12. Klasse keine Lust mehr, dachte, sie schafft es Abi eh nicht, will eh einen Ausbildungsberuf machen und hat dann einfach nach dem 12. Jahr aufgehört. Man muss dann aber noch 1 Jahr Praktikum machen oder eine Ausbildung anfangen und kriegt danach dann die Fachhochschulreife. Also kurz zusammenfassend, Fachhochschulreife sind 12 Jahre Schule plus 1 Jahr Praktikum oder eine Ausbildung. Und das kann man eben auf einer Berufsschule machen oder an einem normalen Beruf, also an einem normalen Gymnasium. Hört dann 1 Jahr vorher auf. Genau, und wenn ihr das geschafft habt, habt ihr eben die Möglichkeit, in Mainz zu studieren. Also auch nur theoretisch, denn praktisch, wie überall in Deutschland, ist das einfach extrem schwierig. Im Lotto habt ihr wahrscheinlich genauso gute Chancen zu gewinnen, wie hier einen Studienplatz mit fachgebundener oder Fachhochschulreife in Mainz zu bekommen. Aber in der Theorie kann man sich eben bewerben. Und es lohnt sich ja auch grundsätzlich, immer sein Glück auszuprobieren. Außer beim Lotto, weil da kostet es Geld. Die Bewerbung wird euch verhältnismäßig zu euren Chancen, denke ich, dann doch mehr bringen, als ein Lottoschein zu kaufen. Also ich würde es empfehlen, einfach sich mal zu bewerben, aber man sollte halt wissen, die Chancen werden nicht hoch sein und dann halt die realistischen Chancen, wo ihr wirklich auf jeden Fall 100% Platz bekommt, ist halt Mazedonien, Serbien, Slowakei,
Hier könnt ihr in Bratislava, in San Martin studieren. Hier sind die Studiengebühren halt relativ hoch, 13 bzw. 9.000 Euro für Zahn- bzw. Humanmedizin. Mazedonien ist es aber insgesamt super billig und in Serbien, Mazedonien zahlt ihr nicht mehr als bei einem Studium im Ausland auch, aber in Deutschland auch. Also ihr zahlt wirklich eure 850 Euro im Monat nur. Aber der springende Punkt, was Annika ja auch im Video davor schon besprochen hat, welches unten verlinkt ist, ist, dass ihr mehr von den Steuern absetzen könnt, rückwirkend, wenn ihr anfangt, weil ihr hier weniger Lebensunterhaltungskosten habt, aber mehr Uni-Gebühren habt, also steuerlich absetzbare Kosten. Und daher ist das Studium insgesamt dann sogar hier in Mazedonien und Serbien günstiger als in Deutschland und vollkommen NC-frei. Wenn ihr da genauer was wissen wollt dazu, schaut euch nochmal das erste Video an, das unten verlinkt ist, wo wir das alles hier nochmal im Detail vorstellen. Und ansonsten könnt ihr mir gerne schreiben. Ich habe meine Kontaktdaten unten in der Infobox angegeben und antworte jeden, auch wenn es manchmal ein bisschen länger dauert. Und noch ein guter Tipp für die, die jetzt einen Realschulabschluss gemacht haben und dann eine Ausbildung, zum Beispiel zur ZFA oder zur MFA, Krankenpflegerin oder ähnliches, unbedingt Medizin oder Zahnmedizin studieren wollt, aber keine Lust habt, jetzt nochmal 2 oder 3 Jahre in die Schule gehen zu müssen, um eben die fachgebundene oder Fachhochschulreife zu bekommen, kann man beide Abschlüsse auch als externe machen. Das ist ein bisschen schwieriger und braucht mehr Eigendisziplin. Das bedeutet aber, ihr meldet euch eben an der Schule an, um diesen Abschluss zu machen. Müsst aber nicht zur Schule gehen, sondern könnt euch komplett selbst darauf vorbereiten. Also wenn ihr glaubt, ihr schafft das nicht, euch selbst so viel zu motivieren und das alles selbst vorzubereiten, kann man auch Kurse an der Fachhochschule nehmen oder an einem Abendkolleg oder so oder in die Abendschule gehen. Aber man kann es auch schaffen, sich komplett alleine darauf vorzubereiten. Zum Beispiel einen, den ihr wahrscheinlich kennt, Felix Lobrecht, der ist jetzt sehr bekannt. Der Comedian, Genau, der hat so sein Abitur nachgeholt als ja. Externer und der hat sich komplett alleine darauf vorbereitet. Das wissen viele nicht, dass es die Option gibt, aber fürs Abitur ist es wahrscheinlich sehr schwer. Aber ich glaube, die Fachhochschulreife kann man relativ einfach mit ein bisschen Eigenmotivation so sehr einfach bekommen, ohne dass man super viel Zeit verliert, um in die Schule gehen zu müssen. Sondern kann sich eben nach der Arbeitszeit, während der Ausbildung, wenn man sehr motiviert ist, das selbst aneignen und dann eben Medizin studieren. Okay, cool. Mega Genau. gut. Und damit verabschiede ich mich. Vielen Dank nochmal, Annika, für deine, ja, für den Beitrag hier im Video. Und bis zum nächsten Mal, euer Marcel und Annika. Ciao, Tschüss. ciao.